3, 2, 1 und Schuss. Die Crosslaufmeisterschaften Berlin-Brandenburg, veranstaltet vom BLV, vom Berliner Leichtathletikverband, gingen am vergangenen Samstag im Reiterstadion in Berlin an den Start. Die Stimmung ist wunderbar hier, man wird angefeuert. Ich finde es auch im Stadion sehr nett. Der Stadionsprecher macht Stimmung. Und ich persönlich fand die Musik ausgesprochen motivierend hier im Stadion. Hat mich richtig gepusht, hier noch schneller zu rennen. Ich finde die Stimmung sehr gut. Bei kühlen 2 Grad entschieden sich dennoch über 1000 Läuferinnen und Läufer an dieser wie immer bestens organisierten Veranstaltung mitzumachen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in verschiedene Altersgruppen unterteilt. Es fing bei der Altersklasse U8 an und endete mit den Senioren und Seniorinnen ab 30. Ich habe mich warm gehalten, habe immer Skippings gemacht, wir haben Lauf-ABC gemacht. Ich habe mich länger vorbereitet, der Trainingsplan hat sich auch zu diesem Wettkampf hinbereitet. Also wir haben viele Tempoläufe gemacht und auch Bergtraining. Ganz speziell, weil es ja eine kurze Strecke ist, habe ich schon so ein paar schnellere Läufe gemacht, ja. Sauber vorbereitet für den Lauf waren wahrscheinlich alle. Es war trotz Trainings eine nicht ganz so leichte Strecke, aber machbar. Natürlich gab es auch individuelle Streckenlängen für alle Altersgruppen. Für U8 bis U12 1100 Meter und für die größeren jeweils verschiedene Längen von 2200 bis 8800 Meter. Gekämpft wurde nicht nur einzeln, sondern auch im Team. Ich bin zwar nur als Team Gold geworden und es hat einfach Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden, hat sich gut angefühlt, bin auch mit meiner Leistung allgemein zufrieden, aber ich habe mich auch sehr gut gefühlt. Für mich persönlich lief es sehr gut, hätte ich nicht gedacht, denn man muss schon ganz schön schnell rennen und ich bin ja nicht mehr die Jüngste und da fällt einem das Schnellrennen doch ganz schön schwer. Zum Ende hin gab es, na klar, eine Siegerehrung. Medaillen und Urkunden wurden natürlich verteilt. Also von der Organisation her gesehen, der Ablauf ist einwandfrei. Das Einzige, was zurzeit hakt, sind die Siegerehrungen, weil die Auswertung doch sehr lange bei uns dauert. Ja, das hat alles wunderbar geklappt. Absperrung, die Strecke ist schön und ich finde es auch lustig, hier diese meandernden Wege in dem Reiterstadion zu laufen. War sehr gut. Ich bin schon die letzten 2 Jahre dabei gewesen und ich werde die nächsten Jahre auch garantiert wieder dabei sein. Alle hatten ihren Spaß, konnten wieder neue Erfahrungen sammeln und obendrein gab es noch positives Feedback für den Berliner Leichtathletikverband. Was möchte man mehr?